Wir sind wieder einmal in Belgien für die heutige Runde dieser Formel 1 Weltmeisterschaft. Dieses Rennen wurde 6-mal vom legendären Ayrton Senna gewonnen und 2019 schaffte Charles Leclerc etwas, was zuletzt Michael Schumacher 1992 schaffte, nämlich seinen Premierensieg hier in den Ardennen. Heute heißt es Spa-Francorchamps oder wie wir immer sagen, Ardennen-Achterbahn. Eine insgesamt 7 Kilometer lange Strecke mit Unmengen von Höhenunterschieden, 19 Kurven, davon 9 rechts und 10 links. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von unglaublichen 233 km/h ist Spa-Francorchamps ein wahrer Leckerbissen für Tempofanatiker, eine der schnellsten Strecken im Kalender. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Können wir uns vielleicht über Sebastian Vettel unterhalten? In dem Wagen befindet sich ein neues Getriebe, was selbstverständlich eine Startplatzstrafe bedeutet. Das verspricht eine Menge zusätzlicher Spannung, denn wir müssen ihnen zusehen, wie sie sich ganz langsam von hinten nach vorne kämpfen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das ein Problem ist, mit dem Sie sich zumindest heute nicht herumschlagen müssen. Es hat absolut nichts Gutes, wenn man mit einer Strafe starten muss. Aber ich glaube schon, dass Sie im Laufe des Rennens ein paar Plätze gut machen werden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Norris, Albon, Richards und Ricciardo. Ocon, Verstappen, Leclerc und Lewis Hamilton. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Perez, Quert, Pierre Gasly und Magnussen. Vettel, Russell, Antonio Giovinazzi und Mick Schumacher. Latifi, King, Stroll und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung ab. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Jo, dann würde ich sagen, heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2020 mit dem Grand Prix aus Belgien. Ja, durch die Strafe tatsächlich von Lewis Hamilton starten wir auf Platz 5. Ja, es klingt schon mal ein bisschen benutzerfreudig, aber mal gucken, wie der Start halt läuft. Der Start muss, ist ganz, ganz wichtig, dass wir da reinkommen. Vielleicht kriege ich den Red Bull, der links neben mir steht, geparkt. Das dürfte albern sein. Aber wir müssen halt gucken, was möglich ist. Okay, gehen wir rein auf jeden Fall in diesen Grand Prix. Und ich habe vergessen, wieder die Strategie hochzustellen. Ja, das ist egal. Das ist ja. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Also, Albon davor sind dann die beiden McLaren. Das ist natürlich bitter für uns, weil das genau der Konkurrent ist um diese Plätze, um diese vierten Platz oder dritten Platz, vierten Platz in der Konstrukteurswehr. Damit haben sie aber fünfter nach 2-0 Nummern in Folge. Ja, ich darf noch nicht vorbei. Wenn das so einfach wäre auf der langen Geraden, wäre super. Also, vorne, wie gesagt, Valtteri Bottas, der WM-Leader. Daneben Sainz, Norris, Albon und dann wieder Hamilton rausgeflogen. Ist jetzt nicht 10. nur. Hatte das Glück, dass Sebastian Vettel noch eine Strafe gekriegt hat. Weil der eigentlich 10. geworden wäre und dann nicht Platz 5 auf 15 zurück. Deswegen ist Hamilton dann doch von 11 auf 10 wieder vorgerutscht. Also. No rain expected. No rain expected for the time being. Ja, ein bisschen hatte ich mehr gehofft. Ich habe ein bisschen mehr Strafen da vorne gehofft. Mal gucken. Und dann vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen was davon ist. Weil Bottas sogar eine Strafe kassiert hat. Aber wichtig ist erstmal, dass wir gleich den Start gewinnen, mit einem guten Start in die reingehen. So, Flügelschaden, ja. Ja, wenn wir die Pace mit nach Hause nehmen, die wir aus dem Training hatten, wenn wir die umsetzen können, können wir hier vielleicht sogar den einen oder anderen Platz holen. Und vor allem das, was in Ungarn passiert ist, dass wir den einfach mitnehmen. Ja, ich darf halt nicht vorbei, ne? Es reizt halt immer. Aber wir sind noch in der Einführungsrunde, es ist leider noch kein Rennen. Also, wir bleiben bei 6 Ports stehen. Die in Ungarn wurden uns ja abgenommen. Hier in Belgien. Ich hatte gehofft, so ein bisschen nach vorne nochmal so reinzurutschen, aber nun ja, ist es halt leider jetzt erstmal so, dass wir nicht ganz vorne stehen, sondern nur auf Platz 5 und ja, mal gucken, wie der Start erfolgt. So, okay.
Ja, wir stehen innen. Das könnte ein kleiner Vorteil sein. Wir raus, voraussetzen, wir kriegen ihn vielleicht sogar schon den neuen. Aber sie kommt gerade zu lang. So, Start ist Erfolg! Wir kommen in die Lücke rein. Und sind jetzt Dritter. Voraussetzung, ich krieg den weggehalten, den HS1. Und wir haben es! Zwei Positionen haben wir auf jeden Fall schon mal gewonnen. Also, Norris war es übrigens nicht Science, sondern Norris. Ja klar, der wird natürlich jetzt versuchen anzugreifen. Das Problem ist, dass ich das... Ja, das natürlich jetzt ein bisschen verhindert hat, dass ich da so einen Teamkollegen angreifen kann. That's a decent start. Good job. Dass ich die Lücke daneben nutzen könnte, vielleicht hier gegen Sainz. Also, führen wir unter an Bottas, Sainz und dann wir und dann Lando Norris und Alexander Albon. Den Start schon mal jemals gewonnen. Das, was ich haben wollte. Zumindest mal ein, zwei Autos kassieren. Ich hätte natürlich jetzt sagen können, ich versuche da jetzt komplett reinzustecken und hole mir die beiden anderen noch dazu, weil ich hätte, wenn ich mir etwas länger gerade wäre, hätte ich den Start gegen beide gewonnen. So, leichter Quersteher, da muss ich halt durchgehen. Ja, also Führung Bottas, der kann sich jetzt natürlich ein bisschen absetzen. Sainz muss natürlich jetzt ein bisschen auf sein Auto achten. Wenn man da nicht zu weit zurückfällt, vielleicht kriege ich den noch. Vielleicht. Je nachdem, was da, wenn man da rauskommt. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. So, schön jetzt in den Windschatten gehen. Gegen Carlos Sainz. Da sind wir jetzt ein bisschen dran. Wir sind besser rausgekommen als er. Der ist haben wir noch nicht. Aber jetzt haben wir die Chance vielleicht vor der nächsten Kurve hier den zweiten Platz zu greifen. Ne, natürlich nicht. Ja, dann waren wir noch ein bisschen weiter weg. Das wäre auch zu riskant gewesen, da jetzt reinzugehen. Weit, weit rausgekommen. Das kostet Meter, das kostet sein. Und da ist er plötzlich, der Norris. Ja, wir sind zu weit rausgekommen und haben natürlich da mega Abstand verloren nochmal. Weil ich musste da ausweichen, dem Bremsen vor Auto vor mir. Da. Das wird vielleicht nur Platz 3, mit ein bisschen Glück. Vielleicht haben wir so. Wir schaffen es noch Platz 2. Also ich weiß nicht, wie es am Ende ausgeht. Halt. Das ist... 11 Runden haben wir noch. Also 9 Runden haben wir noch. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Ich muss wieder an das DRS-Fenster zurück. Und der McLaren hinter mir macht natürlich den Druck ohne Ende gerade. Zeit verloren haben wir auf alle Fälle. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. So, jetzt haben wir natürlich das DRS, aber wir sind doch, wir sind drin. Die Frage ist, ob wir vor der Linie drin waren. Ja, waren wir. Also die Chance tatsächlich nochmal ranzukommen ist drin. Oder vielleicht sogar vorbeizugehen, da irgendwie noch Platz 2 zu holen. Ja, da war ich wieder dran an der Position. Die Frage ist, wie weit komme ich jetzt da rein?
Zeit hält mich jetzt ein bisschen auf. Bottas kann natürlich wegziehen da vorne. Ja, wieder zu weit rausgekommen. Wieder ein bisschen klein Quersteher gehabt. Ja, Bottas setzt sich ab. Ich hoffe, dass der natürlich... Vielleicht fällt er ja auch aus und wir können das Rennen noch gewinnen hier in der... zwar von Grosjean. Aber dazu müssen wir erstmal an der Kalasens vorbei. Und vielleicht sogar doch noch... Auch vielleicht sogar mit ein bisschen Glück das Ding noch zu holen. Ja, Angriff gegen... Von McLaren da hinter mir. Einen vor Augen, einen hinter uns. Bestzeit. Ja, das ist natürlich blöd. Das war damit akkord dann, definitiv. Scheiße, da habe ich viel zu weit. Da war ich zu schnell. Ich hab DRS natürlich. Aber jetzt bin ich drin. Jetzt werde ich mir den Zeichen erstmal kassieren. Jetzt habe ich ihn. So, erste Auto vorbei. Ja, erste McLaren vorbei. Jetzt würde ich schon natürlich ein bisschen runternehmen vom Pace. Und vielleicht kann ich dann nochmal mit ein bisschen Glück den Bottas knacken. Also, Bestzeit haben wir momentan drin, aber Bottas ist in Augen. In den Blickdistanz. Wir haben noch 7 Runden. Vielleicht. 3-2, der Abstand. Der wird natürlich ein bisschen größer. Aber ich auch eher nach hinten gerade gucke. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Gut, dann gebe ich jetzt mal ein bisschen wieder Gas. Ja, wie gesagt, wäre der Start vielleicht ein bisschen anders gelaufen, hätten wir es riskieren können. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass der Bottas da vorne vielleicht doch irgendwelche Probleme hat. Ja, momentan arbeite ich mich wieder ein bisschen rein. Ich glaube, schon dahin auf den McLaren 1,2 Sekunden. Wir arbeiten ja ein bisschen an den Bottas ran. Diese Rechtskurve, die geht mir auf den Sack gerade. Da verliere ich immer wieder Meter ohne Ende. Ich war schön auf 3-1 dran. Ich habe über eine halbe Sekunde gewonnen gehabt. Und also mir jetzt wieder weggezogen, weil ich da den Fehler eingebaut habe. Das ist wieder weg. Scheiße. Ich habe über 2 Sekunden jetzt verloren in der Runde hier. Auf den Führenden. So, jetzt gehe ich auf meine Medium. Ich konnte natürlich jetzt die Position gegen Bottas. Da wird das nochmal rein müssen. Safety car deployed. Safety car. Safety car has been deployed. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. Ich hasse das, ey. Das ist genau die Parallele in der letzten Saison. Diesmal fällt ein Auto aus, Safety car kommt und ich hänge jetzt genau im Verkehr drin. Go now.
Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Overtake the safety car. You may overtake the safety car. It is waiting to pick up the leader. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ja klar, das ist aber der Nachteil jetzt. Durch das Dings hier. Und ich kann ja ein bisschen auf Mager stellen. Ich kann auch diese Wohnmacher ausnehmen. Durch das Delta natürlich jetzt haben wir einen Nachteil. Aber gut, der Vorteil ist, dass sie jetzt alle wieder aufeinander kleben. Also 13er sind wir jetzt gerade noch von 21. George Russell ist der Einzige, der jetzt ausgeschieden ist. Der natürlich jetzt ein bisschen. Aber Bottas ist da vorne mit drin. Okay. Ich muss natürlich jetzt an das Safety Car wieder rankommen oder an Bottas rankommen. Das ist der Vorteil. Mann! Ja, ist jetzt ein bisschen ärgerlich gerade, weil genau ich hatte eine Runde länger draußen bleiben müssen, hätte ich nämlich gehabt. Aber das kannst du halt nicht planen, ne? Ich war mir überlegt, ziehst du nochmal raus, ich dachte, jetzt fährst du mit, komm, versuchst es irgendwie und ja. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Also, Vorschubbereich auf jeden Fall ist Bottas. Weil der schon drin war. Hamilton dürfte da irgendwo mit drin sein. Ja, der ist natürlich kaputt, aber es ist jetzt auch egal. Aber so haben wir vielleicht. Ich weiß nämlich, ich muss noch mal gucken, wie die Bereinigung ist. Wenn dann kann ich es definitiv sagen. Weil wenn nämlich das Safety Car wieder ran sind, an Bottas dran sind, kann man vielleicht sogar angreifen. DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Also eigentlich müsste jetzt alle, die noch da irgendwie. Ah, den Norris, den krieg ich noch. Ja, hab ihn wieder, Gott sei Dank. Das ist wichtig gewesen, dass der nämlich hinter uns gelandet ist. Weil, wenn der vor uns gewesen wäre mit dem Safety Car. Ich weiß doch nicht, was Sainz macht. Also alles, was jetzt da vorne ist, war bis auf Bottas, glaube ich, war schon in der Box. So, die Frage ist, was ist mit dem zweiten McLaren? Ist der drin geblieben? Ist der draußen geblieben? Wie sieht das aus? Ich weiß mir nicht, wie die Bereinigung momentan ist. Also, noch ist es. Die Zeit ist eigentlich okay. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, Bottas auf 7 momentan. Ich weiß nicht, was da vorne alles ist. Ob die schon alle drin waren, aber da waren einige auf Soft. Ah, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Das war dann meine zweite Sonne. Die müssen natürlich jetzt immer gleich rein. Vielleicht haben wir echt Dusel. Weil alles, was jetzt vor uns war, fällt natürlich jetzt mega weit zurück. Ah, vielleicht hätten wir eine Runde später Box stoppen müssen. Dann wäre es gepasst mit der Zeit. Weil dann hätte der nämlich nichts machen können, der Bottas. Dann wäre man nämlich durch die Strategie vorne gelandet. Aber ich fahre jetzt auch bewusst noch ein bisschen auf Mager, ein bisschen Sprit sparen, damit ich halt dann am Ende nochmal ein bisschen pushen kann, kurz vorm Ende. Die letzten jetzt noch 4 Runden. Safety Car geht rein. Let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Ja gut, damit hat Bottas das Ding fast gewonnen. Weil der eigentlich, wenn das passt, weil da sind zwei Autos dazwischen, ich komme nicht rein ins Rennen. Weil die jetzt alle noch in die Box müssen. Aber Bottas war schon drin. Das wird sich jetzt bereinigen, dann zieht er nämlich vorne weg und ich hoffe, dass er noch mal eine. Ja, scheiße, Mann. Eine Runde länger, das hätte passen. Jetzt geht's natürlich alle nochmal rein. Okay. Keiner geht auf die Dings. We have 5 laps of fuel remaining. Also, Fox und Giovinazzi nehmen wir ja aus Dings schon kennen, aus dem letzten Rennen schon kennen, aus dem Ungarn, aber den ja ewig vor uns gab. Ja, das ist Kotzen.
scheiße. Das hat natürlich jetzt nicht so ganz funktioniert, wie ich das gerne hätte gehabt hätte. Weil natürlich ist Norris jetzt mitgezogen, hat sich die Benjazzi gepackt. Ja, damit ist das Thema eigentlich fast gegessen, wenn da jetzt nicht noch was Dramatisches passiert. Jetzt wird man die Bastard aber nicht ganz mal vorziehen. Ausgerechnet der eigene Teamkollege zieht jetzt mit. Bewusst jetzt erstmal diesen Move machen, weil ich da vorbei will. Let's use overtake and burn some of this energy. Ja, klar, ich bin dran. Also, wieder hat sich ein bisschen bereinigt, dass das Safety Car, weil das auch eine Runde, meiner Meinung nach, als er uns zu früh reinkam. Ja, ich komme aber auch gut ran jetzt gerade. Mick in the pits. Klar, ich muss jetzt ein bisschen pushen. Und zwar in dieses eine Sekundenfenster gehen. Vielleicht habe ich da noch eine Möglichkeit. Ja, das war's. Ich bin mir fast sicher, dass das Ding durch ist. Weil er hier wieder Gas geben kann. Ja, Safety Cards mehr wie im letzten Jahr auch wieder versaut. Seconds. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Einzig die große Hoffnung, dass er vielleicht sogar jetzt noch einen Schaden kriegt oder einen Defekt oder sonst irgendwas. Bottas fällt aus oder was auch immer. Sekunden, ja. Der muss halt irgendwo einen Fehler einbauen, größeren. Ne, das wird er nach Hause fahren, wenn da jetzt nichts mehr Dramatisches passiert. Ich komme nicht mit. Ich kann das Tempo gerade nicht mitgehen, was der da abliefert. Es wird maximal Platz 2 werden, mit ein bisschen Glück. Klar, hier sind wieder wichtige WM-Punkte, aber es wäre vielleicht mit ein bisschen Glück mehr drin gewesen. This is your final lap. Final lap of the race. Aber es ist ja noch eine Runde, ne? Es kann ja passieren, das war nochmal. Vielleicht was holen.
Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, ich weiß. Und das ist mir gerade im Moment egal. Das andere kann ich jetzt eh nicht mehr machen. Ich muss jetzt ein bisschen pushen, muss jetzt hoffen. Vielleicht, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass in der letzten Kurve nochmal sich da irgendwas kaputt fährt oder irgendwas kaputt macht. Aber das denken wir so, wie das Auto momentan bei ihm läuft. Aber wie gesagt, es kann alles noch passieren. Letzte Runde, letzte Kurve. Aber ich kenne das Bottas, dass wir halt nur auf zwei ins Ziel kommen. Ja, das Safety Car hat es ein bisschen kaputt gemacht. Er hatte einen Vorteil, dass genau alles noch dazwischen klar klemmte, während er frei schon fahren konnte. Er war schon am Mick vorbei, er war an Giovinazzi vorbei und wir halt nicht. Und damit dürfte das Ding gegessen sein. Bottas wird diesen Grand Prix von Belgien gewinnen und seine WM-Führung natürlich weiter ausbauen. Das ist klar. Nach dem freien Training war ein bisschen mehr Hoffnung drin. Das klappte leider nicht. Er wird sogar die schnelle Runde fahren, hat die schnellste Runde. Und wir werden Zweiter. Schade. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you've pulled through. Thank you. Ja, ein bisschen hat mich das Safety Car gekostet. Es wäre mehr drin gewesen. Mann, ärgerlich. Was für ein tolles Rennen und was für ein grandioser Sieg hier beim großen Preis von Belgien. Was denkst du, Stefan, was Ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen, aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Ja, klar. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Schade, es wäre mehr, definitiv mehr drin gewesen in diesem Rennen. Mit ein bisschen Glück natürlich. Klar, es ist nicht ganz unten. Es ist verdient, der Sieg. Er war wirklich von Anfang an weg. Aber wie gesagt, die Hoffnung war natürlich da, um ein bisschen was mehr zu schaffen. Vor allem mit dem Safety Car. Es kam halt eine Runde zu früh rein. Oder zwei Runden zu früh, weil die mit dem. Ich habe ja durch Verkehr gehabt. Muss erstmal ein Mick vorbei und so. Das klappte halt nicht ganz. 19. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ohne Frage Valtteri Bottas. Er hat eine souveräne Leistung gezeigt, dass das Publikum für den Großteil des Rennens gefesselt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Klar, für die Konstrukteurs-WM ist es die Big Point gewesen für Bottas. Wer Verstappen gepatzt hat, wer Hamilton gepatzt hat, weil wir uns hat er geschlagen. Gut, das Thema wird definitiv klar sein. 122 Punkte, die wir da aufholen, die wir da weg sein. Für uns geht es halt maximal um Platz, vielleicht noch Platz 2 mit ein bisschen Glück. Ja, für 4 Platz 4. Gut, wir haben jetzt ein bisschen was gut gemacht wieder auf Renault. Das ist auch nicht vielleicht ganz unwichtig. Aber gucken wir uns in der nächsten. Wenn wir in der nächsten Saison in die Top 3 wollen, müssen wir definitiv noch einen guten soliden zweiten Fahrer holen. Aber mal schauen, was im nächsten Rennen drin ist. Nächste Rennen ist nämlich dann Italien. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Die Meisterschaft scheint so gut wie gewonnen zu sein. Glauben Sie, es besteht noch eine Chance auf dramatische Wendungen? So, hier kann noch ein bisschen was passieren. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? So, das passt das. Triebwerk ist wunderbar. Auf das heutige Ergebnis sind Sie sicher stolz, nicht wahr? Gehen wir mal ein bisschen auf Augen. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. So. Ja, trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich bin da ein bisschen enttäuscht. Es war mehr drin. Ich wollte den Sieg unbedingt haben in diesem Rennen. Aber der wurde mir wieder mal, der ist wieder mal weggekommen. Aber wie gesagt, dieses Dreck Safety Car, das ist genau in dem Moment, wie gesagt, genau wie letzte Saison.
So. Leclerc haben wir schon mal wieder ein bisschen was geholt. 6 Rennen haben wir noch. So. Ja. Verdiene 20. Ja, das ist halt so. Wir haben 18 geholt. Wir haben das Ding nicht gewonnen. Mal ein bisschen was geholt. 5, 6 Millionen. Ja, es geht schon. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir in der nächsten Saison aussehen. Umso besser die Position, umso mehr Chancen haben wir bei dem Topfahrer. So, das nächste Rennen ist in Italien. Da sehen wir uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin und tschüss.